Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer etwas anderen Folge, denn wie ihr schon sehen könnt, befinden wir uns nicht wie üblicherweise in einem Spiel, sondern im Google, ja, also im Google Chrome. Und es gibt da ein Video auf meinem Kanal, das sehr erfolgreich ist. Es ist natürlich nicht allzu sehr erfolgreich, aber halt für meine Verhältnisse. Und wenn man jetzt so alle Videos von mir, also es gibt schon irgendwie so circa 165 Videos bei diesem Stand, wo ich das aufnehme, gibt es schon so circa 165 Videos auf meinem Kanal und dieses eine Video hat es in sich, denn das ist das Beste, wenn es um die Views geht, und zwar es geht um das Spiel oder um das Video, das beste Getränk in Getränkemixer. Ich glaube Mixer mit einem X, ja, natürlich. Aber dann kommt gleich dieses Video. Hier, am 15.10.2017 hochgeladen von Flag Dragon. Und da klicken wir mal auch drauf. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu... Oh je, Alter. Erst einmal, was ist denn das für eine Stimme? Ja, ja, da haben wir noch mit meinem alten Mikrofon aufgenommen. Das war auch 2017, also sehr lange her. Und da sieht man es auch schon. 1281 Aufrufe, das ist, wenn man ja, auf die Statistiken von meinem Kanal geht, das beste Video, also heißt das beste Video mit den meisten Aufrufen, hier 25 Daumen nach oben, einen Daumen nach unten, dann hier nochmal danke für 1000 Aufrufe, das war vor 2 Monaten, damit die 1000 Aufrufe geknackt, dann hier haben wir noch einen Kommentar, vielen Dank, dieses Video mit W natürlich, hat mir sehr geholfen, weil ich das seit 3 Wochen nicht schaffe. Kuss auf dein Auge, Bruder. Ja, Kuss auf dein Auge zurück. Deutsch ist auf jeden Fall da. Ja, da hat er recht. Na gut, ich bin auch nicht so der Beste in Rechtschreiben, aber ja, das geht schon besser. Informativ, Dankeschön. Familienchannel. Und ja, ich würde mal sagen, schauen wir noch kurz rein. Getränke Mixer. Was dieses Video so erfolgreich gemacht hat. Also Qualität kann man schon sehen. War nicht besonders... Dies Beste, ja, so mit meinem alten PC aufgenommen, also 720p. Für die, die nicht aber immerhin 60 FPS. Spiel ist, also ich erkläre es kurz und knapp. Wir sind ein Barkeeper und dann müssen wir halt mit unseren Getränken hier und den Eiswürfeln und Zitrone halt einen Drink machen. Und dann trinkt das halt selber und dann bewertet es. Ist halt eine gute Abwechslung. Und ja, ihr habt es ja schon im Titel gesehen. Ich zeige euch, wie man den besten Drink macht. Ja, dafür Spiel. Sind wir auch hier. Gut aufpassen. Wir müssen okay, wir passen 80% auf. Des Glases mit 80% Wodka. Das war auch so dieses eine beim Editieren. Ich dachte mir so, soll ich das jetzt wirklich noch so aufschreiben? Oder nicht? Ich glaube, das ist vielleicht so ein dieser Faktor, wieso dieses Video auch so viele Aufrufe hat. Weil wenn man so später hier das Video anschaut, ja, da... Warte, wo war das eigentlich? Ja, versuchen wir irgendwie andere Getränke, obwohl, was hat jetzt eigentlich Robert Lewandowski damit zu tun? Egal, ich habe das schon vergessen. Können wir später mal nachschauen. Ach so, hier, Sex on the Beach, da haben wir versucht, andere Drinks auch nachzumachen. Ich glaube, das hat keinen mehr gejuckt. Ich glaube, jeder war hier einfach nur wegen dem da hier. Ja, natürlich, der beste Drink in Getränkemixer. Lime Juice. This ja, Lime Juice, circa 15%. Fast voll, ja. Gut. Dann Eis. Dann und 2 Sekunden shaken. 2 Sekunden shaken. Ja. Eine Zitrone zur Dekoration. Natürlich. Nehmen. Und dann haben wir auch schon den besten Drink in Getränkemixer. Ich glaube, so heißt das Game. Ich weiß jetzt wirklich nicht den Namen von diesem Game, aber ich hoffe mal, dass es so heißt. Komm schon, ja, komm, bitte, trink bitte, es. Bitte, nehmen. Ja, bitte. Ja. Sehr gut. Ja, da sehen wir, so macht man den besten Drink. Ich werde jetzt auch noch gerne mal nachschauen, was es hier mit Lewandowski okay. zu tun hat. Hä? Sagen, ich hätte jetzt Bock auf einen Drink. Achso, da haben wir nach Drinks gesucht. Oh. Ich weiß, ich entschuldige mich auch dafür. Es ist bestimmt ein bisschen komisch, so erstmal meine Stimme zu hören und dann nochmal meine Stimme zu hören. Ist vielleicht ein bisschen verwirrend, aber ich glaube, man hört schon den Unterschied an, wer jetzt was sagt, weil, naja, das Unterschied von diesen 2 Mikrofonen ist schon gewaltig. Oh. Ja, geil. Mann, Lewandowski. Hä? Mann, du hast so ein schönes Frühstück. Ich hätte auch voll Bock auf so ein Frühstück. Oh. Wie kam ich jetzt da drauf? Mann, also ich weiß, da war jetzt ein Cut, aber... Wie kam ich jetzt auf Lewandowski?
Okay. Oh, das sieht geil aus. Ich weiß nicht, warum ich gerade aufs Essen schaue. Okay, komm. Ja, und er hat eine gute Bewertung. Ich würde mal sagen, komm, lass es jetzt mal in einer Remastered-Version machen. Heißt, ich gehe mal kurz hier in Spielaffe. So, dann gehen wir hier, Spielaffe, kostenlose Spiele. Oh, das war damals diese Plattform. Damals, als ich noch meinen alten PC hatte und als ich klein war und als ich noch nicht so diese übergeilen Spiele hatte. Da hat man hier drauf gezockt. Dann hier Getränke. Getränkemixer. Da haben wir's. So, jetzt spielen. Ich würde das gerne jetzt mal remastered machen. Ah, ein Flashplayer herunterladen. Mal das mal ein. Ja, da sehen wir wieder mein Video. Und jetzt würde ich jetzt mal gerne zocken. Ja, Spielaffe, ich weiß. Das ist diese Plattform, die jeder liebt. So, haben wir hier noch, ja, Barkeeper, 1001 Spiele. Hier, Bartender. Ah, das heißt Bartender. Ah, da sind wir ja. So, hier. Let's Fix. Da machen wir das mal remastered. Also, was war es nochmal? Es war Wodka zu 80%. Pur. Habe ich recht, oder? 80% war das. Ja, 80% Wodka. Ich habe schon selber das Rezept vergessen. Lang ist es her, 2 Jahre. So, ich würde mal sagen, das wären 80%. Dann Lime Juice. Ja. Schöne grüne Farbe. Oh, ist das geil. So, machen wir voll. Machen wir rein. Dann 1, 2 Sekunden shaken. Dann mal eine Zitrone. Und surf. Komm, das muss doch jetzt wieder der beste Drink sein, oder nicht? Ich habe doch 1:1 das Rezept nachgemacht. Komm. Und? Geil. Ich habe es mal wieder geschafft. Das Rezept ist ja mal wirklich bombensicher. Man schafft es ja bei jedem Mal. Gut. Land Securities. Was ist es überhaupt, die Firma, die es gemacht hat? Mon Dieu, vive l'amour, je t'adore. Hoffe ich mal, dass ich es richtig ausgesprochen habe. The right mix. Your score, okay, 9154 Punkte. Think you can do better? Back to the bar. Komm, machen wir nochmal was anderes hier. Champagner, Tequila, Gin. Calvados. Vermont, Absinthe, Crème de Menthe. Was sind das für Drinks? Ich kenne ja die Hälfte davon nicht. Triple Sec, oh. Whisky, oh komm, nehmen wir mal einen Whisky. Obwohl, dafür kann man eigentlich nicht besonders allzu viel reinmachen. Komm, mixen wir das mal. Whisky und Wodka. Nein, Wodka. Boah, der wird so kotzen. So, dann haben wir hier Cognac. Ja, dann machen wir hier eine Mische mit Orange. Maracuja, oh, Wodka-Maracuja ist eine richtig geile Mische. Dann machen wir das mal hier rein. Dann machen wir Eis. Damit safe kotzen. Ja, Zitrone. Nein, shaken. Erstmal shaken, ja. So, das sollte reichen. Dann Zitrone und dann surf. Komm. Wenn du jetzt nicht kotzt, dann weiß ich auch nicht. Oder es schmeckt dir, kann sein. Ja, dieser geile Mustache. Ist schon geil. Sieht richtig geil aus. Komm, trink. Und? Ah, es gefällt ihm. Ist nice. Wie wär's, wenn ich dem einfach nur Wodka gebe? Ist halt kein richtiger Drink. It's like a very boring party in my mouth. Might I suggest plenty of vodka next time? Ja, egal, warte. Wie wär's, wenn wir dem einfach so einen Shot geben? Komm, wir geben dem einen kleinen Shot. Hier. Obwohl, shake nicht. Nein, nicht shaken. Einfach nur surf. Ich finde das erstaunlich. Wie wenn man so richtig wenig von Flüssigkeiten da reinmacht und dann da auf einmal das verdoppelt, ja? Auf einmal da mehr Flüssigkeit rauskommt, als zuvor reingetan wurde. Finde ich sehr erstaunlich. Wie es aussieht, gefällt es ihm nicht. 16 Tonnen. Es gefällt ihm wirklich nicht. Er möchte gerne Suizid begehen. So schlecht ist es also. Hey, das ist einfach nur ein Shot. Okay, der möchte einen Drink haben. Aber, hallo?
Was hat er gegen den Shot auszusetzen? A nice finishing touch might be a lemon garnish applied after shaking, as opposed to a 60-ton weight applied after drinking. Your score, Alter, wir haben nur 725 Punkte, das ist ja wenig. Komm, was können wir hier noch machen? Nehmen wir mal hier Champagner. Mixen wir einfach mal das Ganze hier durch. Dann nehmen wir hier noch Tonic. Dann nehmen wir hier noch ein bisschen Wodka. Das ist so eine Kotzbrühe, die wir da zusammenstellen. Ja, dann dieses noch. Sieht schön aus. Dann hier Chili. Kahlua. Machen wir ganz viel rein. Dann noch schön Eis. Shake. Nein. Eis. Schon Eis. Nein. Du sollst Eis reinmachen. Na gut, dann shake das halt. Ich weiß, wenn man lang genug shake, dann explodiert das. Bei irgendeiner Mische. Ich weiß nicht, ob bei allen oder bei bestimmten. Aber ich weiß, wenn man lang genug shake, dann explodiert das. Dann macht's kaboom. Komm, du musst doch jetzt kotzen. Nicht Selbstmord begehen. Kotzen. Bitte. Wir bringen den zu kotzen, Alter. Ich glaube, das Chili hat es ein bisschen, ja, diese, ja, letzte Würze hinzugegeben, diesen schönen Beigeschmack. My mouth is angry with my head and that's your fault. A little more ice perhaps, aber immer mehr Punkte als beim letzten Mal, als er Suizid begangen hat. Nun egal, ich würde mal sagen, wär's es für diese Folge, denn, ja, was möchten wir hier eigentlich noch gerne machen? Ich weiß, es gibt hier noch andere Enden, die wir erforschen könnten, aber ist jetzt nicht besonders spannend. Deshalb würde ich sagen, haben wir das Hauptziel gemacht. Wir haben unser Video hier angeschaut, das das Beste ist auf meinem Kanal. Ich wollte es einfach nur kurz so zeigen und auch eine kleine Remastered-Version machen von diesem, ja, das beste Drink in Getränkemixer. Und da würde ich auch mal sagen, wär's für diese Folge. Falls euch gefallen hat, dann lasst doch gerne eine kleine positive Bewertung da. Hier sehen wir noch auf meinem Kanal meinen geilen Banner. Und ja, sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.